Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei Familie Thompson. Ja, wir sind jetzt zweimal hintereinander bei Familie Thompson, weil ich gesehen habe, dass wir Erntefest haben und dachte mir einfach, okay, komm, das wird so ein richtig schöner Familientag. Wir gucken, was wir machen. Wir werden natürlich auch nebenbei direkt ein bisschen die Aufgaben erfüllen, heißt die Zwerge beschwichtigen. Ich hoffe, sie sind nett zu uns, denn das letzte Mal weiß ich noch, dass ich meine, der Shane eins gezwirbelt bekommen hat, was ich nicht toll fand von diesen Zwergen. Die können einem nämlich wirklich schon ein bisschen die Laune vermiesen. Und ja, es ist Erntefest. Es ist 9.12 Uhr, der Shane ist seit 8 Uhr wach und hat für die Familie ein festliches Frühstück gemacht, was ausgezeichneter Qualität ist, was ich mega finde. Dann hat er sich entschieden, gerade ein bisschen hier auf dem Balkon mit seinem Ball zu spielen, wieder in Boxershorts. Und die April macht jetzt den kleinen Milo sauber. Wir haben hier direkt einen Zwerg schon im Weg stehen. Der ist nämlich ein bisschen dreckig. Danach muss sie sich um ihre Hydration kümmern. Unser kleiner Mann war auf der Toilette und hat sich ein bisschen mit seinem Tonklumpen beschäftigt. Und ja, mal gucken. Ich wollte, dass die dann alle zusammen draußen essen, wenn dann alle fertig sind. Und ich dachte, in der Zeit könnten wir dem Jackson seine Motorikfähigkeit vielleicht leveln, indem er hier ein bisschen spielt. Die Kate ist am Üben, dann hat sie nämlich ihr Bestreben hier vollendet. 2 Stunden muss sie üben. Sie hat, ich glaube, vor einer halben Stunde angefangen, also wird noch ein bisschen dauern. Sonst geht es allen gut, auch den Tieren geht es gut. Da ist nichts. Die Penelope bräuchte ein bisschen Zuwendung, die holt sie sich aber auch, glaube ich, gleich. Und ja, der Shane wird jetzt dem Sparky kurz sagen, hey, mein kleiner Spatz, du darfst nicht hier im Müll rumwohlen. Das ist nicht schön. Ja, hier muss eine Tiefenreinigung stattfinden, das weiß ich, April. Ist es dein Ernst jetzt? Du sollst den Milo baden. Den Milo sollst du baden, nicht du dich. Du kannst danach mehr schwimmen gehen, Madame. So, Jackson, wenn du nichts zu tun hast. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Wo sind die Zwergschätzchen? Zwergi, wo bist du? What? Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Bin ich blind oder bin ich blöd? Wo ist denn der Zwerg? Ah, hier. Dann würde ich sagen, gibst du denen mal Kaffee? Weil ich hatte immer, toi, 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 immer Glück, wenn ich denen Kaffee gegeben habe, dass die dann einen schönen Engelskreis-Dingsbums auf der Nase hatten. Badest du ihn jetzt auch bitte? Dankeschön. Danke, April. So, Shane, du musst das hier wegräumen. Wegwerfen, wegwerfen. Ich glaube, ich hätte es auch nur einmal anklicken brauchen. Das packen wir dir ins Inventar. Das können wir direkt verkaufen. Wow, 120 Simoleons. Das wäre damals für die April mordsmäßig viel Geld gewesen. So, Shane, du musst jetzt mal ganz dringend auf Toilette. Dann guck mal, ob eine der Toiletten frei ist. Und wir gucken mal. Eine Stunde hat sie schon. Du bist jetzt hier am Spielen. Was bräuchtest du denn noch? Du bräuchtest noch ein bisschen Motorikfähigkeit. Ja, hier. Spielen. Oder... Ja, es riecht hier so schlecht. Ich weiß. Es ist halt nun mal so. Leider. So. Shane, dann könntest du den Sparky baden. Der ist nämlich auch dreckig, unseren Dreckspatz. Und die April bringt ihn raus. So, Piesel. Die Kate hat ihr Bestreben abgeschlossen. Oh mein Gott. Ja, sie hat es geschafft. Wow, wir haben es mit der Kate schon geschafft. Mega, sehr cool. Dann können wir uns, Schule ist sie ja schon auf dem Einser-Bereich. Dann können wir uns jetzt um die Fähigkeiten alle kümmern. Und um ihre Merkmale. Ach, wie cool. Dann kannst du hier, wo was fehlt, den Tisch stecken. Genau, der Shane badet jetzt, hoffe ich. Die Mama soll den Kleinen rausbringen. Nur sie stellen sich gerade ein bisschen quer
Die Shirley schreibt, hey April, willst du heute etwas unternehmen? Gehen wir zum Bowen, lass uns etwas essen gehen. Klar, wir können die nah ins Nagelstudio gehen. Uff. Dann wäre die April für 1 bis 2 Stunden weg mit der Shirley. Ja, komm, ihr geht ins Nagelstudio. 1 Stunde, alles klar, also gegen 10:30. Ich muss auch auf die Uhr gucken nebenbei. Nicht vergessen. So. Shane, du badest, die Mama. Wo ist denn unser kleines Püppchen? Da ist unser kleiner Pups. Da ist der kleine Pups. So. Du sollst ihn doch immer noch hochheben. So, kleiner Mann. Fließt das jetzt bei dir hier rein? Ja. Sehr gut. So, Kate, du bist ja fertig mit Geige spielen. Dann kannst du den Tisch decken, weil du hast das ja gelevelt. Dein Bestreben. Mega. Sehr, sehr, sehr cool. Das freut mich doch wirklich. Du hast ihn jetzt hochgehoben, April. Nein, danke. Wir brauchen kein Jobangebot. Erst recht nicht von dir. Hier absetzen. Shane badet den kleinen Mann und dann hoffe ich, dass wir dann so weit sind, dass wir endlich frühstücken können. So, der kleine Mann darf das Geschäft erledigen. Was macht ihr? Kira streicheln möchtest du. Er hat gelernt, das Geschäft draußen zu erledigen. Mega, sehr schön. So soll das sein. So soll das sein. So, Shane. Wenn du jetzt hier fertig bist, kannst du im Anschluss das aufwischen. Dann haben wir nämlich einen Teil unseres Chaos schon mal beseitigt. Milo, was machst du? Okay, du bist gleich fertig. Ja, der Milo, der müsste dann auch bald mal Geburtstag haben. Den müssten wir dann mal altern. Über den Älterungshappen, wie auch immer. Das heißt, dann ist er nämlich ein Hund. Mal gucken, ob wir das noch in der Staffel machen oder in der nächsten dann. Aber du musst ihn erstmal hochnehmen und wieder mit reinbringen. Und dann Dixie Boy sitzt da. Oh. Hat scheint's nicht geklappt. Dann gucken wir hier mal mit KW. Wobei du hast es schon erfüllt. Kaffee. Probier das mal, Kate. Unser Schnuggi kann. Sich schon mal hinsetzen. Shane, du dann auch. So, April, einmal hier bitte absetzen. Du sollst ihn doch halten. Also die April ist jetzt erstmal unterwegs oder auch nicht. Okay. Naja, nicht schlimm. So, jetzt hoffe ich, dass wir um 11:52 Uhr endlich mal Frühstücke kennen. April, du sollst ihn doch hochnehmen, bitte. Ich möchte ihn nämlich nicht alleine hier die ganze Zeit rumtrollen lassen. Das wäre nicht so schön. Na gut. Die April geht jetzt erstmal baden. Die stinkt nämlich ein bisschen. Nein, du nimmst dir keine weiße Torte. Du setzt dich draußen hin. Der Papa hat extra leckeres Frühstück gemacht für euch. Und dann ruft der Papa zum Festmahl. Ich hoffe, die April ist derzeit dann fertig. Oh, Jackie Boy, was hast du denn? Bist du krank? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. So, hier, bitteschön. Dann lasset euch es schmecken. Wo kommt die Kate? Die Kate kommt über die Dings. Okay. Oh, voll süß. Milo, wie geht's dir? Du bist noch alleine draußen. Geht's dir gut? Du hast Hunger. Die Mama holt dich jetzt rein. Hochheben. Dann setzt sie dich drin ab, dann kannst du dir was zu essen holen. Ist das eine Idee? Und dann müssen wir die Zwerge beschwichtigen. Der Kaffee hat scheint nichts gebracht. Aber die Kiddies haben ihr Feiertag voll.
Nur unsere Erwachsenen müssen noch was machen. So, April, jetzt setzt du ihn bitte hier ab. Schmeckt es euch, ihr Süßen? Hat Shane gut gemacht? Ja, hast gut gekocht. Und dann kannst du die hier in Gericht nehmen. Jaxie, hast du es genommen? Ja, und was ich mir gerade überlegt habe, wir werden heute auch noch zum Tierarzt gehen mit der Chiara, mit der Cleo und werden die sterilisieren lassen. Und wenn wir dann Kätzchennachwuchs planen, werden wir sie wieder desterilisieren lassen. Und dann denke ich, wäre das eine gute Idee, nur ich sehe es kommen, dass das alles ein bisschen chaosreich wird. Weil sie irgendwie alle mit ihren Werten ein bisschen unten sind. Außer der Shane, wobei der braucht wieder Dehydration. Du kannst dann hier ein bisschen herumschwirren. Die April müsste aufs Klo. Jaxie Boy, du müsstest duschen. Und die Kleine, die geht jetzt auf Toilette und müsste dann auch duschen. Gut. Zugewiesen ist es, dass wir dann los können. Einer nach dem anderen. Der Shane hat die Theke ein bisschen versaut. So, April. Verwenden. Solltest du nicht duschen? Gut, dann machst du das, nachdem du aufgeräumt hast. Ach, ist interessant, April. Interessant. Dein Mann kann neben dir aufs Klo gehen und du neben ihm, aber wenn das Kind drin ist, das geht damit. Aber ich glaube, das liegt an meinen Einstellungen, die ich gemacht habe. So, Jaxie, füll mal unsere Futternäpfchen. So, Kate, du gehst jetzt duschen. Gut, hier haben wir noch einen Rest, den packen wir ein. Hier haben wir noch einen Rest. Habt ihr denn jetzt alle was gegessen? Seid ihr satt? Ja, sehr gut. Gut. Immerhin etwas. Dann können wir ja jetzt gleich los. Also, wir bräuchten ein bisschen was an Deko. Zwerge müssen wir noch machen. Ja, irgendwas stinkt hier. Wo stehst denn du? Irgendwas stinkt. Säubern. Und unsere Haushaltshilfe, die macht auch nichts wirklich. Also wie gesagt, ich habe das wirklich das Gefühl, dass manche Häuser verbuggt sind durch die Updates. Das hatte ich auch, hat die Sandra, glaube ich, auch manche Sachen, dass da manchmal nicht alles so rund läuft. Ja. Was ist hier? Nix. Gut. Die Yuki. Yuki ist hochschwanger. Oh mein Gott. Yuki. Halleluja. Wie geht es dir denn, Süße? Wollen wir gucken? Wollen wir gucken, was sie kriegen? Oder wollen wir uns dann bei der Benachrichtigung überraschen lassen? Oh, ich will es wissen. Ich möchte es wissen. Ich möchte wissen, was die beiden kriegen. Bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Sie kriegt ein Mädchen mit dem Ben. Wie geil. Mega. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. So, jetzt lass mich noch mal kurz gucken, dass die jetzt alle ready wären. Nicht weglegen, dann ist bitte da liegen. Du wärst ready. Der Jaxie Boy muss jetzt noch duschen. Kate, kommst du jetzt mal raus aus der Dusche? Okay, du sollst da raus. Duschen. So, nur noch der Jaxie Boy muss duschen und dann hätten wir das. Jackson, du sollst duschen. Los. Ihr sollt duschen, duschen, duschen. So, duschen. Du kannst dich währenddessen mit der Lucy ein bisschen unterhalten. Die April ist im Sauberwach-Mach-Wahn. Oh, Yuki, was machst denn du da? Was ist wieder dreckig? Was ist los, Shane? Hä? Ah. Alles gut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das geht. Also die können wir mitnehmen. Und dann müssen wir dran denken, beziehungsweise ich muss dran denken, dass wir dem Milo so ein Verälterungshappen mitnehmen, dass der dann bald Geburtstag hat. Hallo, Lisa. Du bist auch hier da. Oh, oh.
April, wo willst du hin? Gehst jetzt alleine los? Gehst jetzt allein los? Gehst du jetzt allein nach außen? Ich wollte schon sagen, wieso ist das bei mir jetzt im Hintergrund so unscharf? Ich habe das eigentlich, dass da, dass man das alles sieht, was da ist. Oh, was ist das denn? Ein ganz großer Fisch. Ganz großer Fisch. Ganz großer, hässlicher Fisch. Oh mein Gott. Ja. April macht das mehr unsicher. Oh mein Gott, April. Oh mein Gott. So. Nochmal gucken. Was machst du jetzt? Sit-ups. Der kleine Mann ist fast geduscht. Oh mein Gott. So. Shane, du rufst jetzt schon mal ein Taxi. Du rufst jetzt schon mal das Taxi. Und zwar nehmen wir mit die April. Ding, 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 ding. Wir gucken im Haus. Das ist einfach die zwei kleinen Mäuse. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Die brauchen wir alle. Und ich hoffe, die kommen jetzt alle mit. Und dann lassen wir die zwei Mäuse kastrieren bzw. sterilisieren. Nehmen den Verjüngerungshappen mit. Und gucken mal, was wir noch so machen könnten in meiner verbleibenden Zeit, beziehungsweise in dem verbleibenden Tag. Wir haben ja schon 16 Uhr. Die Zeit ist mega verrannt. Und ja, ich bin mal gespannt. So, da sind wir. Und da ist die Tierlieb. Also es war doch nicht die Lina, sondern gelblich war dann irgendjemand anderes. So, April. April soll schon bei uns sein. So, der Shane kriegt mal sein anderes Outfit an. Was nicht so wintermäßig ist, aber dass die auch nicht frieren und so süßen. Wir müssen bei den Kids aufpassen. Vor bei unserer Kathy, weil die hat hier nackige Beine, sag ich jetzt mal so. So, April, du meldest jetzt mal zur Sterilisation Kastration anmelden. Und zwar, wir fangen... Oh, mir bricht's Herz. Aber dann haben wir wenigstens das Gemauze nicht mehr. Was macht ihr? Unterhaltet ihr euch jetzt ein bisschen? Und du kannst unsere Kiara. Oh mein Gott. Oh Gott. So schwer es mir fällt. Ich finde es besser für die Kätzchen. Dann schreien wir nicht mehr so extrem. Und vor allem... Und sie können halt dann wieder desterilisiert werden. Und sie schreien halt so traurig halt auch nicht mehr rum. Und ich denke, es ist die bessere Idee. Das werden wir mit den anderen auch mal und mit Sparky und Penelope. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh nein, Cleo. Cleo, oh mein Gott, Cleo. Cleo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, man kann es ja wieder rückgängig machen. Mausi. Die denkt sich auch nur so, was ist denn das für ein Teil? Gibt da Essen drin, ne? Oh Gott, wie sie guckt. Ach Mann. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sie guckt. Oh nein, oh Gott. Oh nein. Cleo Cats Bay Thompson wurde sterilisiert. Dies bedeutet, dass sie keinen Nachwuchs mehr bekommen kann. Ein Wunder der Technik. Mit der Chirurgiestation kannst du diesen Prozess rückgängig machen. Sie wurde sterilisiert. Oh nein, meine kleine Cleo. Oh Gott, ich flenne gleich, oh nein.
wie sie da guckt. Oh Gott, tut mir leid, Schatz, aber ich denke, das ist besser so. April, du musst jetzt mal direkt hier in die Arme rufen, da musst du sie loben, weil sie so brav war und sagst ihr, Schätzchen, das ist nur vorübergehend, das bleibt nicht für immer. Und ganz bisschen mit dem Laserpointer spielen. Ist die Ding, die Kiara jetzt angemeldet worden, eigentlich? Shane, hast du sie angemeldet, ja oder nein? Lola, das ist ja von damals von der Sozialpädagogin, wo die kleine Karina her ist. Die war ja auch schwanger, die Mama von der. Oh Gott, wie heißt denn jetzt nochmal die Sozialpädagogin? Sally? Sally? Oh shit, es tut mir leid, Sandra. Tut mir leid. Auf jeden Fall hat die ein Kind gekriegt, und zwar den Mike. Die Judith hat ein Kind gekriegt, die Nadine, die Emilia, Dominik. Christina Blue, das ist ja von dem Gray, die Mama. Die haben ja auch nochmal ein Kind gekriegt. Die haben die Hannah bekommen. Die Meredith hat die Selina bekommen. Das sind alles Mädchen, bis auf einen. So. Die Chiara muss auch. Ach Gott. Cleo sagt so: Guck mal, was du mir angetan Shishui! Pomos! Trangela shops him? Musst du No, loben, Ludwig. gell, Not April? Niara. Schön loben. Sag, es ist nichts Schlimmes. Gibt es einen Laserpointer spielen? So, jetzt ist gleich die Chiara dran. Die da am Spielen ist. Ja, Shane, du Oh. könntest jetzt wieder raus, rein, theoretisch, Boss. zu den anderen. What? Wieso hast du einen neuen Follower gekriegt, bitte? Genau, die April bleibt hier. Passt auf, dass nichts passiert. So. Gucken wir auch nochmal. Schöne Foto. Wie gesagt, man kann es ja rückgängig machen. Das finde ich sehr schön, dass das eingeplant worden ist. Ja, okay, Mausi. Denkst du auch so, hä, was ist denn das für ein Ding? Aber es ist nichts Schlimmes. Es wird auch nicht wehtun. Chiara wurde sterilisiert. Dies bedeutet, dass sie keinen Nachwuchs mehr bekommen kann. Ach Gott. Mit der Chirurgiestation kannst du diesen Prozess wieder rückgängig machen. Ach Gott, schön. Ach Gott. Wie sie immer die Ohren dann anlegen und gucken. Tut mir so leid, Schatz. Tut mir so leid. Oh Gott, wie sie den Kopf hängen lässt. Gott, jetzt guckst du voll böse. Geht's dir gut, Schatz? Du denkst ja nur so, die ist so böse, die lässt mich keine Kinder kriegen. Ach Gott, ja. Emmy ruft an. Klar quatschen wir. So, April. Du musst dann sie auch mal loben. Hier. Wo ist es? Loben. Und mit Laserpointer spielen. Wo ist es jetzt schon wieder? Genau. Ja, dann würde ich auch sagen, dass die Folge diesmal ein bisschen kürzer ausfällt. Ich muss nämlich gleich schon wieder weg, beziehungsweise ich habe eine kleine Sache vorbereitet, die ich dann gleich umsetzen muss. Und ja, den Feiertag werde ich dann im Hintergrund dann zu Ende spielen, dass die zumindest das mit den Zwergen haben und ja, dass sie halt zwei Sachen haben. Ich denke, das ist dann okay. Unsere zwei kleinen Mäuse wurden jetzt sterilisiert, kastriert, da sie nicht mehr so jämmerlich schreien. Und wenn wir dann mal Kätzchen haben wollen, machen wir den Prozess natürlich rückgängig. Also,
Was geht denn hier ab? Erst telefoniert sie mit ihrem Stiefvater und verbreitet Tratsch über ihre Mutter. Und jetzt telefoniert sie mit ihrer Mutter und verbreitet Tratsch über ihren Vater. What the hell? Was geht hier ab, ey? Naja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, wenn ich das jetzt hier so mitten im Kontext einfach abbreche. Aber wie gesagt, ich werde im Hintergrund das noch zu Ende machen. Die werden versorgt, Hausaufgaben werden gemacht, bisschen an den Fähigkeiten. Und ich denke, für die zwei kleinen Mäuse hier war es das Beste, dass wir jetzt gesagt haben, okay, gut, wir sterilisieren sie. Und wenn sie dann Kinder möchten, können wir es rückgängig machen. Weil dann haben sie einfach nicht mehr dieses Verlangen und ja, können sich anderweitig einfach beschäftigen, ihr Leben leben, sich ihres Lebens freuen. Und ja, vor allem haben wir dann vielleicht ein bisschen weniger Zoff, wenn vier Katzenmädels im neuen Haus sind. Ich hoffe, die verstehen sich alle so gut. Ich hoffe es. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und hab noch einen schönen Tag. Tschüss.